Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, zu diesem Thema, das Blut unseres Heilandes Jesus, habe ich einen Text heute rausgesucht, von dem einer meiner alttestamentlichen Professoren gesagt hat, im Zusammenhang mit zwei anderen Texten, das seien drei Texte, die könne er nicht verstehen und die ganze alte testamentliche Theologie müsse vor ihnen kapitulieren. Diese drei Texte, von denen er sprach, war einmal die Geschichte mit den Engelsehen halt aus 1. Mose 6. Da haben wir schon mal eine Predigt hier von der Kanzel drüber gehört. Der zweite Text ist der Jabbok-Kampf halt nicht, als Gott gegen Jakob kämpft dort am Jabbok. Auch da haben wir schon drüber gepredigt und jetzt soll sich der Kreis ein bisschen schließen am heutigen Tag halt nicht. Da wollen wir über eine dritte Geschichte die Predigt hören, die tatsächlich nicht ganz einfach ist auf den ersten Blick. Der Text, den wir hören wollen, ist ein Geschehen, der sich unmittelbar anschließt an die Berufung des Mose, der da als Hirte seines Schwiegervaters Jethro die Schafe hütet, dann im Dornbusch die Begegnung hat mit dem lebendigen Gott und der ihm den Auftrag gibt, geh nach Ägypten und führ mein Volk heraus in das Land, das ich ihnen geben werde. Und unmittelbar danach passiert diese Geschichte, die wir jetzt hören wollen, als Predigtext 2. Mose 4, die Verse 24 bis 26. Dort heißt es, und als Mose unterwegs in der Herberge war, kam ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Da nahm Zipporah einen scharfen Stein und beschnitt ihrem Sohn die Vorhaut und berührte damit seine Scham und sprach, du bist mir ein Blutbräutigam. Da ließ er von ihm ab. Sie sagte aber, Blutbräutigam um der Beschneidung willen. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, du schenkst uns diese drei Verse aus dem zweiten Buch Mose nun für die Predigt. Wir wollen darüber nachdenken, Herr, und wir wollen dich bitten, dass du uns diese Verse erschließt, dass wir verstehen, worum es hier geht. Das können wir Menschen nicht, aber du kannst uns deinen Geist schenken, der Licht in diesen Text wirft, Herr. Und darum wollen wir dich jetzt bitten für die Predigt, Herr, dass du sie selber durch deinen guten Heiligen Geist segnest, dass du Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen segnen wollest. Amen. Liebe Gemeinde, gestatten Sie mir eine Vorbemerkung. In der letzten Woche, das haben Sie vielleicht in den Nachrichten verfolgt, da gab es einen großen Aufschrei in der Journalie, denn es ist ruchbar geworden, dass der BND, unser Geheimdienst im Ausland, Journalisten abgehört hat. Die BBC, die New York Times, Reuters, vor allen Dingen in Afghanistan, in anderen Ländern. Und sie haben das abgehört, um Informationen abzuschöpfen. Da wurde so Mitte der Woche sehr kontrovers darüber diskutiert, ob es denn richtig oder falsch sei. Ich habe dann so ein Interview verfolgt, halt, wo so ein Geheimdienstexperte sagte, dass das wichtig sei eben für Geheimdienste, dass sie eben dort auch mit den Journalisten so ein Stück weit gucken könnten, weil die nochmal an andere Leute rankämen. Aber er sagte auch, dass manches, was man dann abhören würde, ganz schwierig zu verstehen sei halt nicht, weil man natürlich, wenn man so ein Telefonat abhört, nicht weiß, was da alles gemeint ist und welche Personen hier sind und welche Hintergründe denn tatsächlich dort benannt werden. Daran musste ich denken, als ich mit dem Predigttext beschäftigt habe. Wenn man diesen Text liest und versucht, den zu verstehen und kennt Jesus Christus nicht, da ist man wie so ein Geheimdienstexperte, der irgendwas anhört, aber gar nicht weiß, worum geht es denn hier eigentlich. Der kann da keine Informationen abschöpfen. Aber wir haben Jesus, und das ist ja das, was ich euch und Ihnen immer wieder sage, du kannst die Bibel, sowohl das Neue und erst recht das Alte Testament, nur dann verstehen, wenn man es von Jesus her versteht. Und das wollen wir heute Morgen tun. Wir wollen von Jesus herkommend uns diesem Text annähern, und dann werden wir merken, dass es nicht so ist, wie dieser alttestamentliche Professor meinte, dass das ein dunkler Text ist, den man nicht recht verstehen könnte, sondern da kann man eine Menge Informationen abschöpfen. Und so habe ich dann auch die Predigt überschrieben, drei zentrale Informationen über den Herrn. Habe drei Punkte mitgebracht. Erstens die Anforderung des Herrn, zweitens das Blut des Herrn und drittens das Bräutigamsein des Herrn. Die erste Information, die wir abschöpfen können, nämlich die Anforderung des Herrn.
Es gehört, liebe Gemeinde, zum Urwesen des lebendigen Gottes, dass er den, den er erwählt, auch restlos anfordert. Das ist in der Bibel immer wieder so. Den, den Gott erwählt, den fordert er auch in seiner Ganzheit. Abraham zum Beispiel, den beruft er. Und dann schenkt, und erst verheißt er, und dann schenkt er ihm einen Sohn. Aber dann fordert er auch den Sohn wieder von Abraham zurück. Genesis 22, diese Opferung. Absolute Anforderung. Da muss sich Abraham beweisen. Oder im Neuen Testament, Lukas 9, Jesus ruft, beruft einen Mann in die Nachfolge und ist auch willig und bereit zu gehen. Aber dann macht er den Einwurf, aber zuerst muss ich noch meinen Vater beerdigen, halt nicht. Und dann sagt Jesus dieses knallharte Wort, lass die Toten beerdigen, halt, aber du komm und folge mir nach. Der allmächtige Gott, der erwählt und beruft nicht nur, sondern er fordert auch restlos an. Und das erlebt Mose hier auch. Die absolute Anforderung des Herrn. Da reicht nicht so ein bisschen guter Wille, sondern bei seinen Männern, da muss es in Ordnung sein, da muss es stimmen. Und im Leben des Mose stimmte etwas nicht. Da war eine Sache nicht in Ordnung. Denn er hatte zumindest einen seiner Söhne, wir wissen nicht genau, ob es Gershom oder Eliezer war, noch nicht beschnitten. Mose hatte zwei Söhne mit seiner Frau Zipporah. Zipporah war die Frau des Jitro, des Priesters in Midian. Die Midianiter sind ein Nachbarvolk der Israeliter gewesen, so im Osten von Israel liegend halt. Die Midianiter waren Menschen auch semitischen Ursprungs und sie beschnitten ihre Leute erst, wenn sie erwachsen waren. In Israel war es üblich und Brauch, Kinder, die Jungs zu beschneiden am achten Tag. Und das hatte Gott ausdrücklich geboten. Das war nicht irgendwie nur so eine Kleinigkeit, sondern das war etwas, was beim Abraham-Bund von Israel gefordert war. Es gibt ja die drei großen Bundesschlüsse im Alten Testament, den Noah-Bund, den Sinai-Bund und eben den Abraham-Bund. Und bei jedem Bund ist es grundsätzlich so, dass bei einem Bundesschluss es eine Bundesverheißung gibt, also das ist, was Gott verspricht zu tun, aber er auch eine Bundesverpflichtung einfordert. Und beim Abraham-Bund war es so, dass Abraham gesagt bekam, dir soll das Land gehören, auf dem du jetzt bist. Und du sollst zahllose Nachkommen haben. Das war die großartige Verheißung halt nicht. Zwar du wirst mehr Nachkommen haben, als Sterne unter dem Himmel sind halt nicht. Aber als Verpflichtung, als Bundesverpflichtung, fordert Gott von Abraham die Beschneidung. Und zwar die Beschneidung am achten Tag. Das war das Kennzeichen des Volkes Israel. Und übrigens ist es bis zum heutigen Tage halt nicht. Neben dem Halten des Sabbats ist es die Beschneidung halt. Vor allen Dingen für die Juden als äußeres Kennzeichen, dass sie eben im Bund mit dem lebendigen Gott sind. Auch als Israel dann über den Jordan geht und das Land einnimmt, werden nochmal alle beschnitten halt nicht. Zu gucken, dass wirklich das passt halt nicht, dass das eingelöst ist, diese Anforderung Gottes. Und jetzt ist es eben so, dass Mose diese Anforderung nicht gebracht hat. Er hat den Anforderungen des lebendigen Gottes nicht entsprochen. Und dann passiert Folgendes, dass der lebendige Gott auf ihn zukommt und will ihn töten. Das ist der Hintergrund. Der kommt nicht und sagt, du, das ist nicht ganz in Ordnung. Nicht? So wie wir uns das ausmalen würden, wie der liebe Gott ist, wenn wir ihn uns machen könnten. So ist der lebendige Gott nicht. Wenn der lebendige Gott etwas fordert halt nicht, dann kassiert das irgendwann auch ein. Und wehe dem, der sich den Anforderungen des lebendigen Gottes widersetzt. Der Text, der unmittelbar zuvor dieses Textes steht, das ist das, was zu tun hat mit dem Pharao. In 2. Mose 4, 22, 23, da kriegt Mose gesagt, du gehst zum Pharao und du sagst ihm, er soll mein Volk Israel, meinen erstgeborenen Sohn, ziehen lassen. Und wenn er nicht gehorcht, wenn er meinen Anforderungen nicht entspricht, dann werde ich seinen Sohn töten. So ist Gott. Da gruselt es uns ein Stück weit halt. Da denken wir, was ist das denn für ein Gott halt? Nicht? Nochmal, das sind nicht die Gemälde, die wir uns malen von dem lebendigen Gott. Das ist der Gott, der uns in der Bibel offenbart wird halt. Nicht? Ein Gott, der, wenn wir die Anforderungen an uns nicht erfüllen, uns gnadenlos bestraft. Ich sage das in aller Härte und Klarheit, dass ihr das auch richtig versteht.
Also könnt ihr nachlesen im Alten Bund, wann immer Israel die Anforderungen Gottes nicht erfüllt, nämlich ihm allein zu vertrauen und keinen anderen Göttern hinterher zu hinken halt, nicht? Wann immer sie das brechen, werden sie brutal bestraft, bis hin, dass er das ganze Land von ihnen wegnimmt, dass er sie in die Deportation führt halt, nicht? Dass er sie immer wieder in die Hände anderer Völker gibt. Oder denken wir nur an Usa, nicht? Als die Lade überführt wird von David halt, nicht? Da rutscht die Lade vom Wagen runter, dann tut Usa etwas, nicht? Gut gemeint halt, nicht? Er will die Lade aufhalten, aber es ist streng verboten, die Lade anzufassen halt, nicht? Und da heißt es in der Bibel, da brannte der Zorn des Herrn gegen Usa, nicht? Weil er den Befehl, die Anforderung des lebendigen Gottes nicht erfüllt hatte halt, nicht? Und da vollstreckte seinen Zorn an Usa, dass er sofort stirbt. Und auch hier, Mose erfüllt die Anforderungen nicht halt, nicht? Er gehört zum Bund. Er gehört zu Israel, aber er hat seinen Sohn nicht beschnitten. Und deshalb ist er des Todes, weil er das Gesetz, die Anforderungen Gottes überschritten hat. Sagen manche Leute, ja, das ist doch das Alte Testament, nicht schon Jesus, ist doch alles anders. Nein, 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 nein. Ich sage das ja immer wieder, das Wort Gottes als Ganzes. Wir haben nur einen neuen Bundesschluss. Wir kommen gleich zu tun, was der Vorteil ist, dass wir im neuen Bund sind, halt nicht. Wir haben im neuen Bund auch Anforderungen des lebendigen Gottes. Und da ist er genauso knallhart wie im Alten Testament. Es gibt drei Bundesschlüsse im Alten Testament, noch einmal Abraham-Bund, Noah-Bund und eben Sinai-Bund. Und im Neuen Testament haben wir nur einen Bundesschluss, nämlich den Bundesschluss am Kreuz. Und die Bundesverpflichtung dort ist, die Bundesverheißung von Gott ist dort, dass er uns ewiges Leben gibt. Also wenn wir an ihn glauben, kriegen wir ewiges Leben. Das ist die Verheißung an uns. Wenn wir aber nicht glauben halt, nicht, und das ist die Verpflichtung, die wir bringen müssen im neuen Bund, dann haben wir kein ewiges Leben, sondern ewige Verdammnis. Das ist das, was im neuen Bund von uns gefordert wird. Im neuen Bund, der auf Golgatha geschlossen worden ist halt, nicht, wo Christus sich hingegeben hat und uns verheißt, ihr bekommt ewiges Leben, ihr werdet sein im himmlischen Jerusalem, da fordert er von uns eines ein: Glauben. Jesus sagt, Johannes 11, das ist die Verheißung, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Das ist die Verheißung. Wenn du an mich glaubst, dann bekommst du ewiges Leben. Aber er sagt genauso in Markus 16 nicht, wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Und wir müssen glauben. Glauben wir nicht, so werden wir verdammt. Da kommt uns Gott auch tötend entgegen. Das ist die Anforderung des lebendigen Gottes. Ja, er hat uns berufen und noch größer berufen als Mose. Er hat uns zum ewigen Leben berufen im neuen Bund. Aber er fordert auch eins von uns ein, nämlich Glauben. Felsenfesten Glauben an ihn. Glauben, dass Jesus Christus lebt. Glauben, dass er der Herr ist. Glauben, dass er uns ewiges Leben schenkt. Glauben, dass er uns zuverlässig beisteht. Und glauben, dass sein Blut für meine Schuld vergossen ist. Das müssen wir felsenfest glauben. Tun wir es nicht, werden wir den Anforderungen des lebendigen Gottes nicht gerecht. Und das ist jetzt nicht meine Auslegung, das sagt Jesus. Nochmal, Johannes 3, 31. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer bei dem Sohn nicht gehorsam ist, die Anforderung nicht erfüllt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Oder nochmal, Markus 16 halt nicht. Wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Das ist die Anforderung an uns und das ist die Information, die wir hier abschöpfen können aus dieser Geschichte halt, nicht? So wie es bei Mose ist, wenn wir unsere Bundesverpflichtung nicht einhalten, dann kommt uns dieser Gott strafend und zornig entgegen. Das ist so. Und die Bundesverpflichtung, die einzigste, die wir haben, ist zu glauben, allein der Glaube. Wenn wir unsere Verpflichtung, unsere Anforderungen nicht bringen, dann erwartet uns die Strafe und der Zorn Gottes. Und das ist übrigens in unserem normalen Leben genauso. Wenn wir die Anforderungen nicht erfüllen, nicht? Weil ich weiß ja, einige von euch, die opponieren jetzt wieder nicht. Also so einen Gott will ich nicht, halt nicht. Aber das ist ja nicht der liebe Gott, nicht? Und der selbstgestrickte, liebe, alte Gott, der irgendwo in der Ecke sitzt, halt nicht? Aber tut mir leid, das ist der Gott der Bibel. Und wisst ihr, in eurem normalen Leben ist es doch genauso. Das fängt schon in der Schule an. Wenn du die Anforderungen dann nicht erfüllst, nicht? Wenn du da nur Fünfen schreibst, da bleibst du sitzen. Da wirst du nicht versetzt, das ist so. Wenn du mit dem Auto fährst, auf der Straße, nicht die Anforderungen nicht erfüllst, die die Straßenverkehrsordnung an dich stellt, nicht, dass du dich an das Tempolimit hältst, nicht, dass du dich daran hältst, dass du bei Rot nicht über die Ampel fahren kannst, dann kriegst du einen Führerschein weggenommen, dann darfst du nicht mehr Auto fahren, bis hin, dass du irgendwann ins Gefängnis kommst, wenn du das weiter ignorierst, halt nicht. Wer die Anforderungen ignoriert, der wird bestraft vom Leben. Ich habe letzte Woche noch einen Artikel gelesen über die Firma Kodak.
nicht die, war mal über 100 Jahre so Weltmarktführer, Thema Fotografie und was die alles hatten und Kameras und Filme und alles halt nicht. Und dann haben sie die Anforderungen der neuen Zeit nicht verstanden halt nicht, als die Digitalfotografie kam nicht. Da war alles dahin halt nicht. Das gilt in der Wirtschaft auch so halt nicht. Da sind sie pleite gegangen halt nicht. Wir müssen uns den Anforderungen stellen. Das ist im normalen Leben so und das ist erst recht bei Gott so. Haben wir keinen Glauben, dann werden wir den Anforderungen Gottes nicht gerecht und dann kommt er uns strafend entgegen. Ich möchte eine biblische Geschichte dazu sagen, Matthäus 25, nicht von den törichten und den klugen Jungfrauen, nicht die törichten, die kein Öl auf ihrer Lampe haben. Da haben wir schon mal darüber gesprochen, dass das Öl für den Glauben steht. Die haben kein Öl zu ihrer Taufe. Die Lampe war der Glaube, war die Taufe halt nicht. Die haben kein Öl auf ihren Lampen, kein Glauben. Und als sie dann schließlich zur Hochzeit rein wollen, lasst uns bitte rein, da sagt er, ich kenne euch nicht, da bleibt die Tür zu. Kein Glauben an Jesus, kein ewiges Leben halt nicht. Das ist so, das ist die Information. Das ist die Information, die wir aus diesem Text ziehen können. Das hat für Mose gegolten, das ist hart, aber das gilt für uns im Neuen Bund ganz genauso. Ohne Glauben an Jesus Christus, kein ewiges Leben. Dann bleiben wir unter der Strafe Gottes. Aber jetzt kommt das Positive. Die Strafe Gottes kann abgewehrt werden. Die kann abgewehrt werden durch das Blut, das stellvertretend vergossen wird. Und damit kommen wir zum Zweiten. Zur zweiten Information, die wir aus diesem Text abschöpfen dürfen, das Blut des Herrn. Der Mose macht einen Fehler, der übertritt das Gebot Gottes halt nicht. Der kann den Anforderungen des Herrn nicht gerecht werden halt und hätte daher den Tod verdient. Genau wie wir. Kein Mensch kann den Anforderungen Gottes gerecht werden. Wir verstoßen immer wieder gegen die Gesetze Gottes. Aber der Herr lässt sich besänftigen in seinem Zorn durch das Blut, das in dieser Geschichte stellvertretend vergossen wird. Das ist eine tolle Geschichte hier, nicht? Da geht seine Frau hin und beschneidet ihren Sohn und mit dem Blut rührt sie die Scham von Mose an, halt nicht? Und dadurch ist er entsühnt. Stellvertretendes Blut. Übrigens, tolle Geschichte mit dieser Zipporah. Also Mose hat nicht nur seinen Bruder Aaron und seinen Knecht Josua gehabt, die ihm so wunderbar geholfen haben. Vor allen Dingen hat er auch seine Frau als Gehilfin gehabt, halt nicht, die wirklich zu ihm gestanden hat. Und wenn die nicht gewesen wäre, dann wäre es hier schon zu Ende gewesen mit seiner ganzen Sendung, halt nicht. Stellvertretendes Blut, das ist ein Thema, was sich durch die ganze Bibel hindurchzieht. Stellvertretendes Blut, das den Zorn Gottes stillt um der Übertretung seiner Leute. Das geht schon weiter, als dann Mose das Volk aus Ägypten führt. Stellvertretendes Blut, nicht? Dann schickt Gott ja den Racheengel bei der 10. Plage. Und da wird alle Erstgeburt in Ägypten getötet. Alle werden umgebracht. Was ist das für ein Gott halt, nicht? Der die unschuldigen kleinen Kinder tötet für die Sünde der Väter. Aber so ist der lebendige Gott auch. Die einzigsten Kinder, die nicht getötet werden, das sind die Kinder in den Häusern, wo an den Türpfosten das Blut gestrichen ist von einem Opferlamm. Da geht der Racheengel vorüber. Das sind die einzigsten, die verschont werden, das kriegt Israel gesagt. Steht ihr unter dem Blut, das an den Türpfosten ist, halt nicht, dann wird euch der Racheengel verschont. Das passiert dann auch so. Ein Bild für das, was später am Kreuz passiert. Stellvertretendes Blut aber nicht nur da beim Auszug, sondern stellvertretendes Blut ist das Zentrum des Kultus im Tempel gewesen damals in Israel. Der Tempel, der damals ja dann von Salomo gebaut wurde, halt nicht, dort wurden ja immer wieder Opfer gebracht. Da wurden immer wieder Tiere geschlachtet. Und an den hohen Festtagen, ich sage das immer wieder, da war das nicht irgendwie so ein schöner Tempel mit Marmor und alles super geputzt, wo alles geglänzt hat, sondern da war das eher wie in einer Metzgerei. Da floss das Blut also nicht nur literweise, sondern hektoliterweise. Denn die Leute kamen im Tempel und ließen die Tiere für sich töten. Und es war vorgeschrieben in diesem Kultus halt nicht, dass wenn jemand kam, um dann Vergebung für seine Schuld zu haben, dann brachte ein Opfertier, ein Schaf oder ein Rind. Und dann musste er die Hand auf den Kopf des Tieres legen. Und dann wurde ihm die Kehle durchgeschnitten halt, nicht? Und dann musste er sich vergegenwärtigen, dieses Tier stirbt jetzt an meiner Stelle und ich hätte es verdient gehabt, ob meiner Schuld. Aber stellvertretend für mich, stirbt jetzt dieses Schaf, stirbt jetzt dieses Lamm für meine Schuld. Das war im alten Bund so halt. Stellvertretendes Blut, genauso wie hier eben stellvertretend die Zipporah letztlich den Sohn beschneidet und Blut vergießt. Und das ist natürlich auch das, was am Kreuz für uns passiert im Neuen Bund. Natürlich übertreten wir alle immer wieder den Bund mit unserem Herrn. Wenn ich eben im ersten Punkt ganz deutlich von den Anforderungen gesprochen habe, da hat es hoffentlich alle von euch so ein bisschen gegruselt, zu sagen, meine Güte, ich kann dem doch gar nicht gerecht werden. Ich bin doch immer wieder ein zweifelnder Mensch. Ich bin doch immer wieder jemand, der gar nicht so treu ist. Ich übertrete doch auch den Bund. Und wenn ihr das gemerkt habt, diesen heiligen Schrecken, diese Furcht vor dem Herrn, dann darf ich euch jetzt das Evangelium des lebendigen Gottes verkündigen halt, nicht? Ja,
der Zorn Gottes steht eigentlich über uns, aber er ist getilgt. Er ist getilgt durch das Blut des Heilandes Jesus Christus. Wenn wir uns um das Kreuz flüchten und das Blut über unsere Sünden kommt, dann ist alles erledigt halt. 1. Johannes 1, Vers 7 haben wir eben gelesen halt, nicht? Das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Oder 1. Petrus 1. Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel. Der nichtige Wandel, das ist der Wandel, der den Tod führt, nicht nach der Väter Weise. Sondern ihr seid erlöst mit dem teuren Blut Christi als einem unschuldigen und unbefleckten Lamms. Und es ist so, vor Gott gibt es keine Vergebung der Schuld ohne Blutvergießen. Könnt ihr nachlesen, Hebräer 9. Ohne Blutvergießen keine Vergebung der Schuld. Deshalb ist es so wichtig, dass wir über das Blut sprechen. Über das Blut Jesu. Ich kriege das immer wieder zu hören, das ist ein Thema, das ich ja häufiger anspreche, dass Leute dann zu mir kommen und das kritisieren. Da kommen die Ersten, die sagen dann so Schlauberger, sagen, das ist zu kanaanäisch. Nicht? So versteht doch heute kein Mensch mehr. Glaub mir bitte eins, ich habe viel zu tun mit Menschen aus der Welt. Und wenn die Menschen in der Welt eins ganz genau wissen, erstens, dass sie Sünder sind, wenn man mit denen ehrlich spricht, und zweitens, dass man zur Vergebung Blut braucht, denn das ist ganz tief im Menschen anthropologisch angelegt. In allen archaischen Kulturen ist das immer so gewesen, nicht? Ist Schuld passiert, da musste Blut vergossen werden, die Blutrache. Und das ist in vielen Menschen drin halt, nicht? Dieses Ich vergelte wieder halt, nicht? Das haben die Menschen alle drin halt, nicht? Könnte nach Albanien gehen, da gilt der Kanun, die Blutrache bis zum heutigen Tag. Oder nach Sizilien, die Vendetta. Passt bloß auf, wenn ihr in Albanien im Urlaub seid und fahrt ein kleines Kind auf der Straße an. Die rufen nicht die Polizei, die klären ganz häufig heute noch ihre Probleme anders. Das sind Dinge, die bis zum heutigen Tag gelten und die Menschen verstehen das. Das ist in uns drin, dass Blut für Blut vergossen werden muss. Das versteht die Welt. Aber die Kirche will darüber nicht mehr sprechen in vielen Bereichen halt nicht. Ich habe noch nie einen Bischof unserer Landeskirchen halt darüber sprechen gehört halt nicht, wie wichtig die Bedeutung des Blutes Jesu ist nicht. Wie wichtig ist, dass wir irgendwelche ausgeglichenen Ökobilanzen in unseren Gemeindehäusern haben. Da quasseln sie die ganze Zeit von. Aber dieses Entscheidendste unseres Glaubens halt, da höre ich nichts von. Das ist eine Schande. Die zweite Leute, die kommen, die sagen so, ja, das ist zwar richtig, aber das ist ja so unappetitlich. Über das Blut wollen wir ja nicht sprechen. Bitte, die Sünde, die dazu führt, dass Blut vergossen werden muss, das ist unappetitlich. Die ganzen Schweinereien, die wir machen, das ist unappetitlich. Aber das, was Christus am Kreuz für uns getan hat, dass er sein Blut vergossen hat, das ist nicht unappetitlich. Das ist die Sternstunde der Welt. Und wer da kommt und meint, nicht über das Blut Jesu Christi predigen zu dürfen oder meint, das ist zu viel, das wollen wir nicht mehr. Ich sage euch das ganz deutlich, der hat ein Problem in seinem Glauben. Ich wünschte, ich könnte jetzt Johannes, also den Apostel Johannes, den Apostel Petrus, Apostel Paulus, ja, haben wir nicht direkt leiblich, aber wir haben hier in der Schrift. Wenn ich sehe, was die sagen, die Apostelfürsten über das Blut Jesu Christi, und wie die dieses Thema auswalzen, dann weiß ich, dass ich da genau richtig bin, wenn ich immer wieder der Gemeinde das vor Augen halte, auch wenn die das nicht wollen, wie wichtig das Blut Jesu Christi ist. Und das will ich jetzt nochmal in aller Deutlichkeit tun. Du bist ein Mensch, du bist Sünder und du kannst den Anforderungen des lebendigen Gottes nicht gerecht werden, genauso wenig wie das Mose geschafft hat und hast eigentlich die Strafe des lebendigen Gottes verdient. Aber du bist erlöst durch das Blut Jesu Christi. Du bist nicht erlöst durch Gold und Silber, du bist nicht erlöst durch deine eigene Leistung, du bist nicht erlöst durch deine guten Werken. Es ist keine kirchliche Tradition, keine christliche Konfession, es ist keine menschliche Religion, die dich erlöst. Es ist allein das Blut des Heilandes Jesus Christus, das dir Friede schafft mit dem lebendigen Gottes. Hast du das nicht über deinem Leben, bist du im Kriegszustand mit dem lebendigen Gott und wehe dem, der mit dem Herrn aller Herren im Kriegszustand ist, der wird vergehen. Kolosser 1,20 heißt es, es hat Gott wohlgefallen, dass in Jesus Christus alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Hast du das Blut des Heilandes über dir, das heißt, hast du deine Schuld und das Kreuz gebracht, ist alles in Ordnung. Aber hast du das nicht, bist du verloren für Zeit und Ewigkeit. Bin vor einigen Jahren nach Afrika zum Jagen gefahren, bin ich zu meinem Arzt gegangen halt und habe ihm gefragt, was brauche ich denn alles für Impfungen da, wo ich hinfahre, Malaria und Gelbfieber. Dann hat er sich das angeguckt, wo ich hinfahre, aber gesagt, das brauchst du nicht. Da müssen wir dich nicht impfen, das sind keine Malaria-Gebiete, keine Gelbfiebergebiete. Aber ist das eigentlich mit deiner Tetanus-Geschichte in Ordnung? Dann hat er nochmal nachgeguckt in meinem Impfpass und dann war das schon einige Jahre abgelaufen. Dann hat er gesagt, du musst dich jetzt unbedingt Tetanus impfen lassen, weil wenn du das nicht hast, nicht, dann bist du wirklich erledigt. Dann hat er mir nochmal so eine kleine Lehrstunde gegeben, so eine Biologie-Nachhilfestunde halt. Thema, was hier diese Tetanusbakterien machen, wenn sie den Wundstarrkrampf bei uns auslösen. Was habe ich gemacht? Ich habe mir natürlich die Tetanusspritze geben lassen halt.
Das ist was Wichtiges. Bist du nicht Tetanus geimpft, halt nicht, da kann tatsächlich eine Wunde, die sich infiziert mit diesen Bakterien, halt zum Tode führen. Und wisst ihr, wenn ihr das Blut Christi nicht über eurem Leben habt, über eurer Schuld, dann führt euch das noch viel, viel sicherer zum Tod. Und zwar nicht zum Tod in dieser Welt, sondern zum ewigen Tod. Deshalb ist das so wichtig, dass du genau weißt, dass das Blut Jesu Christi für dich vergossen worden ist. Und da möchte ich all diejenigen heute Morgen rufen, die jetzt hier sind, auch diejenigen, die vielleicht in einiger Zeit die Predigt hören, wenn du noch nicht das Blut des Heilandes über deine Sünden getan hast, dann lass dich rufen von dem lebendigen Gott zur Umkehr, auf dass du gerettet wirst vom Verderben, vom Zorn Gottes. Das ist die zweite Information, die wir aus dieser Geschichte abschöpfen dürfen, die Notwendigkeit, dass es das Blut braucht, das Blut, um den Herrn zu versöhnen. Und wir müssen kein Blut mehr von anderen Menschen nehmen, wir haben das Blut von Gott selber, von Jesus Christus. Und eine dritte Information, die wir abschöpfen dürfen und können aus diesem Text, ist das Bräutigamsein des Herrn. Auch das wieder eine ganz wunderbare Sache hier, wie die Zipporah dann sagt, du bist mein Blutbräutigam. Sie ist eine Midianiterin gewesen, sie war in einem anderen Volk. Übrigens die Midianiter, da kommen die Araber her halt, nicht? Die auch bis zum heutigen Tag noch anders beschneiden als die Juden halt. Die Midianiten sind das Stammvolk der Araber. Die Zipporah kommt aus diesem Volk der Midianiter und jetzt macht sie den Übertritt halt, nicht? Sie entscheidet sich jetzt, Gott zum Bräutigam zu haben. Du bist mein Blutbräutigam und das ist natürlich ein Bild. Sie ist ja verheiratet mit Mose, also kann sie schon gar nicht Gott heiraten. Und Gott kann man ja überhaupt gar nicht heiraten, das ist klar. Das ist symbolisch zu verstehen. Und dieses symbolische Verständnis, das finden wir immer wieder in der Bibel, dass Gott mit den Seinen wie mit in einer Ehe. Also schon mit dem Volk Israel ist es immer wieder so, dass er mit ihnen spricht, dass Israel sein Weib sei. Er spricht immer in diesen Bildern, dass er sagt, er hat sie zum Weibe genommen, aber er ist betrogen worden von ihnen. Er spricht auch positiv, also in dem Hohelied zum Beispiel halt, das sind ja Liebeslieder, Brautlieder, die das deutlich machen. Aber beim Propheten Hosea etwa, da lässt er durch den Propheten Hosea dem Volk sagen, ihr seid wie eine Hure gewesen, ihr habt Ehebruch betrieben, weil ihr fremden Göttern nachgelaufen seid. Also dieses Bild des Bräutigamseins, dass der Herr Bräutigam ist, das galt es schon im alten Bund halt. Und das gilt auch im neuen Bund für uns. Hier ist die Gemeinde Jesu die Braut und Jesus der Bräutigam. 2. Korinther 11 sagt Paulus, ich eiferte um euch, also schreibt er der Gemeinde, ich eiferte um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch mit einem Mann verlobt, um euch als keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Oder in Epheser 5 sagt er, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen und die beiden werden ein Fleisch sein. Hier liegt ein großes Geheimnis vor, ich deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Also im alten Bund ist Israel das Weib Jahwes und Jahwe eben der Bräutigam. Und im neuen Bund ist die Gemeinde die Braut des Lammes. So wie eben hier Zipporah Gott zum Bräutigam hat. Und wenn wir dieses Bild jetzt für uns einmal verinnerlichen, wenn wir wissen, dass wir als Glieder der Gemeinde die Braut des Bräutigams Jesu sind, da können wir uns einfach nur freuen. Das ist übrigens ein Bild, das auch in der Offenbarung immer wieder auftaucht, halt, wenn es da heißt, selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes gerufen sind. Zum Hochzeitsmahl des Lammes sind nur die berufen im himmlischen Jerusalem, die über ihrem Leben das Blut des Heilandes haben, die zur Gemeinde gehören und die werden eines Tages ewiges Leben haben. Und dort im ewigen Leben, da sind wir im Hochzeitsmahl des Lammes. Und da sind wir dabei, und das wollen wir uns einmal vorstellen, dass wir auf die Hochzeit zugehen, mit unserem Bräutigam Jesu. Ich bleibe jetzt ganz genau in diesem Bild der Bibel. Er ist auch unser Blutbräutigam. Und wir gehen auf eine Hochzeit zu. Und das ist nicht so eine irdische Hochzeit wie hier auf Erden. Ich habe ja nun viele, viele Hochzeiten miterleben dürfen. Das ist immer etwas, wenn dann die Bräute ankommen, nicht? Dann stehen sie draußen vor der Kirche in den tollen Kleidern und aufgeregt halt, nicht? Und dann freuen sie sich auf das, was passiert, nicht? Schönste Tag des Lebens halt, nicht? Und da freut man sich auf diese paar Stunden hier auf Erden. Wisst ihr, wir können uns auf eine Ewigkeit freuen. Nicht nur ein paar Stunden hier. Wir freuen uns auf, ich sage das mal, Party für immer. Nur noch schöne Zeit, nur noch Ewigkeit, weil wir als Glieder der Gemeinde, weil als diejenigen, die das Blut des Heilandes über sich haben, wir Christus als Bräutigam haben, erkauft durch sein Blut. Christus ist unser Bräutigam. Und das ist so eine Information, die schöpfe ich aus dieser Geschichte ab. Da freue ich mich einfach drüber. Halleluja, das ist super.
Das ist auch so wunderbar, dass ich wissen darf, halt nicht? Ich, sündiger Mensch, der so vieles in seinem Leben falsch macht, halt nicht? Dass ich erkauft bin durch das Blut des Heilandes Jesus Christus und dass ich als Teil der Gemeinde Braut von Jesus Christus sein darf. Bitte, dieses Bild, so abstrakt das zu sein scheint, da müsst ihr euch mal reindenken. Wir gehen zu unserer Hochzeitsfeier im himmlischen Jerusalem. Übrigens ganz viele Bilder der Bibel immer wieder, die Ewigkeit beschreiben als Hochzeitsfest, als Mahlfeier, wo richtig gefeiert wird halt, nicht? Und darauf gehen wir zu. Und so wie die jungen Frauen sich dann freuen, wenn sie vor der Kirchtür stehen und sich freuen, jetzt ist endlich Hochzeit halt, nicht? So dürfen wir uns freuen, liebe Gemeinde, wenn wir Jesus Christus als Herrn und als Heiland unseres Lebens haben, nicht? Wir gehen nicht ins Gericht, wir gehen in die ewige Freude. Wir gehen in die Hochzeitsfeier mit dem Lamm, der unser Bräutigam ist, mit Jesus Christus. Wir werden im himmlischen Jerusalem in Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott sein. Wunderbar. Und wenn ich diese Geschichte jetzt darauf abhöre, nicht, dann ist es eine Geschichte, die mir viel, 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 viel Freudigkeit schenkt. Und wenn ihr euch in dieses Bild reingebt, nicht, dass ihr Braut seid des lebendigen Gottes als Teil der Gemeinde, dann wird euch auch der Heilige Geist viel Freudigkeit in euer Herz schenken. Ich habe die Predigt begonnen, habe gesagt, ja, der BND hat dort Journalisten abgeschöpft, um Informationen zu bekommen. Und wir wollen versuchen, diesen Text abzuschöpfen. Und für mich ganz persönlich, ich möchte es am Schluss dieser Predigt sagen, sind es drei Dinge, die ich abgeschöpft habe aus diesem Text, aus diesen Worten. Das erste, nämlich die Anforderung an meinen Glauben, dass Gott mich neu zum Glauben ruft und mir auch sagt als Anforderung, ruf du als Pastor andere zum Glauben. Wir sind zum Glauben gerufen durch diese Geschichte, weil das ist, was die Anforderung an uns ist halt. Das zweite ist die Geschichte, die mir die Bedeutung des Blutes Jesu noch einmal deutlich gemacht hat. Wie wichtig das ist. Dass das Entscheidende ist, dass es das Einzige ist, was mich vom Zorn Gottes drängt und dass mich neu in die Dankbarkeit dafür führt, dass ich sage, danke Herr Jesus, dass du dein Blut für mich vergossen hast. Und es ist nicht umsonst, dass ich heute diesen Text mitgebracht habe, denn wir gehen in die Passionszeit. Wir gehen auf Karfreitag zu und ich bitte euch, das mitzunehmen in diese Passionszeit. Denkt nach über die Bedeutung des Blutes Jesus für euer Leben. Und ein drittes, ich werde freudig. Ich schöpfe diese Information ab. Und weiß, ja, ich bin auch Bräutigam des lebendigen Gottes, weil ich Glied der Gemeinde bin. Und ich freue mich auf die Hochzeitsfeier, die auf mich zukommt. Ich gehe nicht auf den Zorn zu, sondern ich weiß, dass Jesus Christus lebt und dass er mir vergeben hat, nicht? Und dass er mich zu seiner Braut in der Gemeinde mit erwählt hat. Und da bin ich glücklich und dankbar für. Drei Informationen, drei zentrale Informationen über den Herrn. Erstens die Anforderung des Herrn, zweitens das Blut des Herrn, drittens das Bräutigamsein des Herrn. Möge unser Herr und Heiland diese Predigt an deinem Glauben und deinem Leben segnen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.